BTN Köln 50667. So viel Geld verdienen die Feenlieblinge wirklich. Welche Gage erhalten die Darsteller, innen von Berlin, Tag und Nacht und Köln 50667 eigentlich? Seit 2011 bzw. 2013 verfolgen wir nun schon die Geschichten um Joe, Emmy, Jan und Co. bei Berlin, Tag und Nacht und Köln 50667. Die Darsteller, innen, die als Laien bei den Serien starteten, sind inzwischen auch über ihre Rollen hinaus bekannt und vereinen eine riesige Fanbase hinter sich, wie die Quoten und die Zahl ihrer Instagram-Follower zeigen. Manch eine, ja von ihnen, beispielsweise Lisa Waschke, Miller, steht mittlerweile sogar für andere Projekte wie Modeljobs oder Film und Fernsehen vor der Kamera, designt seine eigenen Produkte oder schreibt ein Buch wie Saskia Beck, so habe ich es geschafft. BTN Köln 50667, Gagen zwischen 2.500 und 10.000 Euro pro Monat. Doch gleichbedeutend mit immensem Reichtum ist ein Engagement bei Berlin, Tag und Nacht und Köln 50667 nicht zwangsläufig. Wer mit einer kleineren Rolle einsteigt und nicht schon aus anderen Serien bekannt ist, bekommt um die 2.500 Euro brutto im Monat. Diese Summe steigt dann je nach Bekanntheit und Erfahrung bis in den fünfstelligen Bereich, zitiert Bild einen ehemaligen BTN-Darsteller. NebendarstellerInnen, die etwa 30 Stunden die Woche arbeiten, sollen laut Zeitungsbericht ca. 2.500 Euro brutto monatlich verdienen. In diese Kategorie fallen etwa Rollen wie BTN Chiara, Lidia Santangelo Herrera oder Ingo Niemann bei Köln 50667, Frank Kubiak. HauptdarstellerInnen wie Laura Mark, Paula oder Sophie Immelmann, Leonie, sollen etwa 4.000 bis 6.000 Euro brutto überwiesen werden. Schauspieler, die seit vielen Jahren dabei sind und ein gutes Verhandlungsgeschick an den Tag legen, sollen sogar 10.000 Euro Gage im Monat erhalten. Hierzu zählt zum Beispiel Lutz Schweigl, der BTN seit der ersten Folge als Joe treu ist. BTN und Köln 50667 Stars verdienen als Influencer dazu. On top kommt laut Bild noch, dass die Produktionsfirma Filmpool-Wohnungen stellt und Einnahmen via Social Media. Punkt. Viele Feenlieblinge sind inzwischen nebenberuflich Influencer und nehmen durch Werbung nicht gerade wenig ein. Wer wie einige der Serienstars 700.000 Follower bei Instagram hat, kann damit ein Vielfaches seiner Seriengage verdienen, so ein Produktionsmitarbeiter gegenüber der Zeitung.